Was haben Sie sich dabei gedacht, beim Bogenturnier den 98er Grand Shiraz auszuschenken? Gute Wahl, nicht? Eine 200 Euro teure Wahl. Und auf den Kosten bleibt jetzt der Fürstenhof sitzen. Tja. Ich habe nur nach Ihren Anweisungen gehandelt. Wir sollten unseren Gästen ja jeden Wunsch erfüllen und, wie Sie es so schön gesagt haben, nur das Beste servieren, was wir zu bieten haben. Und um die Wahrheit zu sagen, ich habe mich preislich noch ziemlich zurückgehalten. Okay, Herr Knopke, mag sein, dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Aber wir wissen doch beide, dass Sie nur nach einer Gelegenheit gesucht haben, mir ins Auszuwischen. Sie können von Glück reden, wenn ich es nicht abmahne. Tja. Sehen Sie, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, mit Glück hat das weniger zu tun. Ich denke, Sie suchen nur jemanden, dem Sie die Sache anhängen können für den Mist, den Sie gebaut haben. Passen Sie auf, was Sie sagen. Ja, stimmt. Sie sind der Geschäftsführer. Sollte das nochmal vorkommen, fliegen Sie. Sie können gehen. Gut. Ich lasse mich sowieso ungern von der Arbeit abhalten. Ach so, eine Bitte hätte ich doch noch. Wenn Sie das nächste Mal Frust ablassen wollen, was Ihre verunglückte Ehe angeht, suchen Sie sich doch bitte jemand anderen, ja? Verschwinden Sie jetzt. Wie war das vorhin? Taktik ist alles und die Kleiderfrage ist zu vernachlässigen. Ja, da ich nicht davon ausgehe, dass du diese edlen Stücke der Halsarmee vermachen willst, hast du wohl eine Verabredung. André Konopka hat mich zum Essen eingeladen. Bei ihm in der Wohnung. Stufe 2 also. Muss ich mir das Sorgen um deinen guten Ruf machen? Also du wirst mich nicht dabei erwischen, dass ich meine eigenen guten Ratschläge in den Wind schlage. Wenn ich dich nicht dabei erwische, heißt das bloß, dass du es heimlich machst. Also er kann mir den Hof machen, so viel er will. So ein Typ Mann kann man nur an sich fesseln, indem man ihn auf Abstand hält. Das klingt, als hättest du Interesse an mir als nur an einem kleinen Flirt. Na ja, ist das schön? Ja, es ist nur schon so lange her. Nein, nein, ich werde mir das in aller Ruhe anschauen. Aber soweit ich das beurteilen kann, steckt in dem Mann mehr, als ich bisher dachte. Und er ist sehr hartnäckig, was dich betrifft. Was für ihn spricht. Man denke nur an dieses neue Dessert. Okay, dann wollen wir mal sehen, in welchem dieser Outfits du sowohl unwiderstehlich als auch unnahbar wirkst. Hm? Ja, wie wär's denn mit einem von den beiden? Hm? Und wenn du möchtest, helfe ich dir auch sonst gerne beim Frisieren zum Beispiel. Cosima. Was? Nein, nein. Das Zeug taugt alles nichts. Ich fahre jetzt sofort los und hol mir was Neues. Ganz. Oder gar nicht. Alles andere ist nur für Amateure. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir das Teil hier finden. Simon, nicht glauben, sondern suchen. Ja, das mache ich ja, aber zu Befehl. Schau mal, ich glaube, allein deswegen finden wir deine Destillieranlage hier nicht, weil... Hier, halt mal bitte. Die Saalfels wohnen seit 50 Jahren hier. Da sammelt sich allerlei Zeug. Komm, warte. Hoppla. Da sammelt sich allerlei Zeug an. Vielleicht haben die das schon längst entsorgt. Jetzt überleg doch mal, was wir beim Ausmisten schon alles gefunden haben. Erst das Buch, dann das alte Foto. Ja, aber vielleicht haben die das schon längst weggeschmissen, bevor die hergezogen sind. Na, was sagst du jetzt, du alter Pessimist? Ich hab's doch gleich gesagt. Ja, ja. Warte. Ganz schön schwer. Ist ja ganz schön hinüber. Ach, Quatsch. Bisschen Politur. Da muss man das Ding nur zusammenbauen. Und schon kann's losgehen mit dem Destillieren. Machst du jetzt deine eigene Schnapsbrennerei auf, oder wie? Du, Alkohol kann nicht die Lösung sein. Naja, aber dieses magische Rezept für den Zaubertrank, das würde mich schon interessieren. Also pass auf, ich will ja keine Spaßbremse sein, aber... Ja, dann lass es doch einfach. Selbst wenn es hier gelingen sollte, ja, den Apparat wieder zusammenzubauen, vielleicht funktioniert er ja auch gar nicht mehr.
Da wäre es einfacher, eine neue Destille zu besorgen. Einfacher vielleicht, aber auch viel, viel langweiliger. Komm, ich mach's. Ich hab ihn nicht angebaggert, weil ich ein Typ bin. Schon vergessen? Ben hatte plötzlich das Gefühl, du wärst eine Frau. Da hat er dein Unterbewusstsein einen ganz schönen Streich gespielt. Oder war das vielleicht gar nicht so unbewusst? Da war nichts. Und wie kommt er dann drauf, dass du eine Frau bist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja selbst nicht mehr, was da los war. Das kann ich dir aber sagen. Du schwafelst da irgendwas von dem Schnaps, der euch beide benebelt hat? Eine blöde Ausrede ist das. Du hast dich doch in ihn verliebt. Quatsch! Du warst überhaupt nicht dabei. Außerdem habe ich nichts von dem Schnaps getrunken. Vielleicht wolltest du ihn ja abfüllen? Sag mal, spinnst du jetzt, oder was? Trotzdem. Zieh dich von Ben zurück. Katja. Und zwar so schnell wie möglich. Wie denn? Wir arbeiten zusammen. Ja, dann lass dir irgendwas einfallen. Wenn Ben merkt, dass es gar keinen Kai Krone gibt, sondern du dich nur verkleidest, dann haben wir beide ein Riesenproblem. Was meinst du, warum kommt das so oder eher so? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ach, so Mist, ich hätte das Foto mitbringen sollen. Dann könnten wir uns daran orientieren. Wirklich ausgesprochen kleidsam. Gestatten? Prinzessin Sandrama vom Jupiter. Intergalaktische Schnapsbrennerin. Okay. Prinz Simonschek, wildester aller wilden Krieger der Weinstraße. Der Weinstraße? Die liegt irgendwo bei Heidelberg. Ach, papalapap! Wo es eine Milchstraße gibt, da gibt es auch eine Weinstraße und eine Bierstraße. Und nicht zu vergessen die intergalaktische Schnapsstraße. Aha. Gnade, gnädigste. Na gut, weil du es bist. Außerdem bringt das nichts, wenn wir die Teile noch mehr verbiegen, als sie sowieso schon sind. Nee, ich glaube, unsere intergalaktischen Kräfte sind hier wirklich am Ende. Weißt du was? Ich glaube, ich putze die Sachen erstmal und dann sehen wir weiter. Gut. Und wenn du deine Hilfstätigkeiten erledigt hast, dann schwebt Prinz Simonschek ein und baut für dich die spezielle Apparatur zur allgemeinen Destillation zusammen. Ja, ja, das wüsste ich, aber das könnte dir so passen. Den Triumph, den koste ich ganz allein aus. Und wenn du brav bist, dann darfst du kommen und applaudieren. Tja, ich muss dich leider loben. Du hast die Tasse so gut wie eingewickelt. Wenn ich dann denke, wie sie mir vor dir vorgeschwärmt hat. Mir kann eben keine widerstehen. Ach, das hat doch damit nichts zu tun. Ich habe auch so meine Tricks. Trotzdem habe ich mir an dem Drachen die Zähne ausgebissen. Womit hat das sonst was zu tun, wenn nicht mit meinem unwiderstehlichen Charme? Ach, kein Kunststück. Bei dem Ladenhüter. Du hast es nicht geschafft. Die Frau ist mir zuwider. Erst Lob, dann Beleidigung. Du kannst ihn wirklich motivieren, Bruderherz. Ich gebe ja zu, ich habe mich tatsächlich schwer getan bei ihr. Aber die geht mir sowas von auf die Nerven. Ach, die hat auch ihre Qualitäten, auch wenn man die mit der Lupe suchen muss. Ah ja? Welche? Ich habe die Lupe noch nicht ausgepackt. Sag mal, findest du wirklich was an ihr? Aber natürlich. Ich brauche nur an die 10% vom Fürstenhof denken, die du mir versprochen hast. Und schon wird sie unglaublich attraktiv. Ach ja, eine kleine Abmachung. Die doch noch steht, oder? Wenn es dir wirklich gelingt, zu beweisen, dass sie den alten Niederbühl auf dem Gewissen hat, ja. Ihr werdet euch heute Abend ein gutes Stück vorankommen. Du weißt doch, Kerzen, genügend Champagner. Dann viel Erfolg. Übrigens, diese Veranstaltung findet bei uns im Wohnzimmer statt. Ich erwarte, dass du dich unsichtbar machst. Und deine Tochter auch. Sturmfreie Bude wie in den alten Zeiten. Weißt doch, in diesem Punkt habe ich dich noch nie enttäuscht.